Hey, ciao, was läuft? Willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge von der Pokémon HeartGold Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe jetzt noch eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich jetzt gleich dazu entschieden, dass ich nicht Grünz mitnehme, sondern Porygon. Weil einfach aus dem einfachen Grund. Ich habe ja irgendwie schon Kaifu trainiert und ich denke, Quieken, das wird noch so schwach sein. Ich denke, mit Porygon bin ich vielleicht sogar besser da, weil Porygon kann, glaube ich, noch ein paar gute Angriffe lernen. Und ja, das wäre es eigentlich soweit. Gut, jetzt ist noch die Frage. Ich sollte eigentlich vielleicht das Switch-Training machen und oh, Stalos ist einfach so mächtig. Ja, ich finde es geil, wenn Stalos in einem hinten reinläuft. Gut, jetzt ist die Frage, was Pokémon? Tun wir den Lümmel. Ah, Lümmel ist erst Level 10. Ja, tun wir dich in diesem Fall gerade an die erste Stelle. Und, wie sieht Lümmel aus? Oh, es sieht einfach wundervoll aus. Jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt machen in dieser Folge? Ich kann. Schon wieder das überpitchte Geräusch. Ich glaube, ich gehe noch ein paar Trainer dort auseinandernehmen auf dieser Route. Nimm's mal Wunder. Habe ich mit dir schon geredet? Mit dir habe ich schon geredet. Ups, Doppelklick. Nein. Wo hat es da? Ah, da hat es noch jemanden. Jetzt probiere ich gleich mal etwas aus, das ich heute gelernt habe. Okay, nimmt mir Wunder. Und hoffentlich hat er nicht zu miese Pokémon. Piondragi. Oh, bitte wehe, wenn der Verfolgung kann oder so. Dann wäre ich gepisst. Download. Erhöht Spezialangriff. Okay, das tönt gut. Aber wir werden dich jetzt rausnehmen. Was haben wir? Ich hole, glaube ich, Wurst rein. Ich glaube, das wäre. Am besten Piondragi, auch Level 20. Ich glaube, das könnte ziemlich stark sein, das Viech. Initiative steigt stark. Okay. Machen wir Steinwurf. Jetzt wird der irgendwie da uhuere schnell. Das macht ja nix! Mal, probier mal. Oh, das sollte aber auch nicht viel machen. Ja. Nicht sehr effektiv. Dreimal getroffen. Mach mal Felsgrab. Vielleicht können wir da seine Geschwindigkeit wieder ein bisschen zurücksetzen. Initiative von Piondragi sinkt. Machen wir das nochmal. Abschlag. Okay, das macht auch nicht viel. Was? Entreißt mir Schafzahn? Ah, Digger! Oh, das kann dauern. Oh, nee! Ja, wird du nur schneller, aber. Ich glaube, mit Felsgrab. Was geht daneben, Mann? Weißt du was? Wir machen lieber einen Kreideschrei. Was macht er da? Wieder die Ohrenadler-Rakete. Oh, das könnte sich noch so lang. Warum geht alles daneben? Oh mein Gott. Oh, und jetzt Limbeck, jetzt hör mal auf mich anschreiben. Ich bin gerade am Gamen, ohne Witz. Okay, wir machen nochmal Kreideschrei. Okay, jetzt geht wenigstens mal etwas bei ihm daneben. Warum geht bei mir alles daneben, Mann? Eieiei. Und jetzt macht der Ringe da Verteidigung stark. So,
So, jetzt noch einmal Kreiderschrei und dann sollte man können angreifen. So, jetzt machen wir noch einen Steinwurf. Okay, das geht auch daneben. Hei, 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 voll die ungenauen Viecher battlet gegeneinander. Ah, okay, das macht jetzt schon ein bisschen mehr akzeptableren Schaden. Oh, wow, mein Gott. Und jetzt, Limbeck, jetzt hör mal auf! Er merkt schon, wenn ich nicht zurückschiebe, merkt er irgendwann, dass ich etwas am Gamen bin. Ach, oder vielleicht auch nicht. So, jetzt aber. Ah, echt, man, die langwierigen Attacken da. Okay, noch zweimal getroffen. Jetzt gib ihm. Ah! Langt immer noch nicht. Na, ja, okay, da, wenn jetzt aber Steinwurf wieder daneben geht, dann bin ich pisst. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Logisch. Fünfmal getroffen, aber... Und er geht daneben! Also echt! Oh! Oh mein Gott. So, jetzt töpfe aber bitte. Ja. Oh mein Gott. Der hat nur ein Viech gehabt, aber das hat er sich jetzt hochgezogen. Okay, Lümmel erreicht Level 11. Ja, das ist schon mal gut. Level 22. Ja, ja, besser wäre es, wenn wir unsere Sandsturm... Ist da irgendetwas... ich weiß nicht, Sandsturm... Wir könnten Tackle können wir eigentlich wegmachen. Ja, ja, tun wir mal den Tackle vergessen. Ich glaube, Sandsturm könnte vielleicht sogar irgendwann mal nützlich werden. Eigentlich eben das Sandsturm. Sandsturm ist eine Fähigkeit und gleichzeitig eine Attacke. Das ist auch noch sehr interessant. Oh, ist das etwa ein Pokédex? Heißt das etwa, du kennst Professor Eich? Was, wirklich? Das ist ja großartig. Ich träume nämlich davon, ein Pokémon-Forscher wie Professor Eich zu werden. Gib's mir da. Ah, okay. Mein Gott, wir haben schon eine Nummer gespeichert. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal etwas von denen überkomme. Ja. Je nachdem. Gut. Jetzt ist die Frage. Gerade ein Encounter, ist ja logisch. Oh, Amoroso, Level 18. Amoroso wäre auch cool gewesen. Jo. Jetzt ist aber die Frage. Ich glaube, da hole ich besser ein anderes Pokémon rein. Was wäre da echt gut? Ich glaube, ich benutze mal Faust, damit wir das gerade one-shotten. Panzerschutz, okay. Ja, 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 ja. Also, zack, Fußkick. Ja, machen wir Fußkick. Bam. Das bringt nicht ganz um, okay. Und Lichtattacken ist nicht effektiv auf Kampf. Ja, ja, Amoroso. So viel dazu. Ja, aber ich habe eigentlich immer Ammonitas gegenüber Kabuto bevorzugt. Keine Ahnung, ich finde irgendwie Ammonitas ist cooler als Kabuto. Aber grundsätzlich ist halt Wassergestein nicht unbedingt so eine gute Typenkombination. Und Togetic hat es da auch gegeben. Mächtig. Togetic ist auch ziemlich cool. Ja, jetzt Pokémon auswechseln. Ich tue nichts riskieren. Ich will da meinen Lümmel noch nicht verlieren. Was machen wir da? Versuchen wir es mal mit Pupi. Das hat ja eigentlich auch noch einen Gesteinangriff haben. Gerner. Ah, okay, Sollte aber trotzdem... Ah, aber jetzt der Panther jetzt gerade ein, Mann.
Ah, ja, genau, Mann. Nervig. Komm, Puppi, wach auf. Wach auf, Kollege. Bitter Kuss. Jetzt ist er noch verwirrt. Ah, ja, nervige Techniken. Okay. Ich kann den nur gerne und was ist Bitterkuss? Nein. Togetic wird doch wohl noch irgendeinen Angriff können. Puppis F, Puppis wird. Jetzt hau dich bloß nicht. Yes! Toller Typ, toller Typ. Was mir jetzt auch noch gerade ins Sinn kommt, es gibt ja in Teak City, gibt es da noch den. Ja, schon wieder gerne. Da gibt es doch noch irgendeinen abbrennten Turm. Dort könnte man eigentlich rein theoretisch ja auch noch etwas fangen. Nein! Jetzt hat er sich selber verletzt. Ah, oh, und er pennt wieder. Oh, wieso tönt sich die Pokémon-Kämpfe da also ziehen? Aber Togetix hat eigentlich auch noch etwas recht an Erfahrung gegeben. Nicht mehr verwirrt, ja, das ist doch super. Ja, das ist sehr effektiv. Super. Lümmel hat 130 Erfahrung. Lümmel hat. Lümmel erreicht Level 12, ja. Agilität. Agilität brauchen wir eigentlich nicht. Braucht man Agilität? Nein. Agilität nicht lernen. Nein, komm, wir brauchen Agilität nicht. Ah, und wer ist jetzt das? Der Wolf. Wer zum Fick ist jetzt wieder der Wolf? Hallo, ich bin's, Wolf. Alles okay? Wusstest du schon, heute findet das Käferturnier statt? Ah, ich stehe zwar nicht so besonders auf Käfer-Pokémon, doch der Nationalpark liegt auf Route 35 und damit quasi um die Ecke. Vielleicht sollte ich es einmal damit versuchen. Tüt. Ja, das funktioniert in der Nuzlocke, glaub nicht. Wir dürfen einfach nicht nochmal ein Viech fangen. Deswegen, wir werden das Käferturnier nicht machen. Auch wenn es vielleicht einen guten Preis gibt. Also, du kommst den Sonnenstein, glaube ich, einfach über. Okay, perlen wir noch die. Pokémon sind ja zwei, okay. Lazy Donna. Habitak. Level 18. Okay. Pokémon. Jetzt, was holen wir am gescheitsten rein? Ich glaube, ich hole nochmal Puppi rein. Was habe ich Puppi jetzt schon wieder für ein. Was habe ich dem schon wieder für ein Item gegeben? Ah, ich weiß gar nicht, muss man später nachschauen. So, Felsgrab. Furienschlag, das gefällt mir gar nicht. Oh oh. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Bin ich jetzt schneller? Ah, Kopf! Nein! 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 Puppi! Wieso? Immer... Wieso tüpft das nicht? Das ist so unfair, Mann. Nein. Ey, Mann, ich und Puppi haben doch so viel erlebt zusammen. Das ist so... Ey, ich könnte echt gerade ausflippen, Mann. Das ist so unfair. So fucking unfair. Oh. Ja. Fuck, fuck, fuck. Ah, was willst du machen, Mann? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, könnte man so sagen.
Ey, nein, aber dass das jetzt irgendein Nebel ist, das ist doch so unnötig wieder gewesen. Einfach unnötig. Ja, wir kämpfen weiter. Ey, so unnötig, Mann. Echt, das ist zum Ausflippen. Hey. Beschwörung. Ey, mach auch bloß keinen Scheiß. Schütz vor Volltreffen, okay. Nein, aber Puppi, Mann. Ey, ich verliere jede Folge, jede Episode verliere ich einfach ein Pokémon. Das ist so unfair. So fucking unfair. Und dann eben bei so einem Scheiß, weil es einfach irgendwie aus Dummheit irgendwie daneben geht. Fucking hell. Nee, bin ich gerade pisst. Und, Gottverdammt, Limbeck, du machst es jetzt gerade nicht besser. Können wir da flüchten? Flucht gescheitert! Ah, das gefällt mir gar nicht. Ah. Oh, upsie. Ah, mein Gott. Aha, jetzt bloß keine Verfolgung oder sowas. Hey, wie unfair das gerade im Moment ist. Ah, schieß mich gerade so an. Ah. Naja, so viel zu der Nuzlocke Challenge. Die ist halt amix unbarmherzig. Volltreffer, sehr schön. Ah, nein, Puppi. Oh, ich habe Puppi echt gern gehabt. Er ist zwar wirklich ziemlich schwach gewesen, aber mein Gott, das ist eins. Das ist so lange jetzt bei uns gewesen, Mann. Ah, ja. Wir werden jetzt halt machen, was wir müssen machen. Wo ist das Pokémon Center? Da. Gehst du rein? Heitere. Oh mein Gott. Liebe Gemeinde, wir sind jetzt hier zusammengekommen, um uns von einem guten Kollegen und langen treuen Freund zu verabschieden. Steinrauch. Ja, der Steinrauch, der muss ich dann nachher noch abnehmen. Oh, Puppi, es tut mir leid. Wo ist Box 12 da? So, jetzt noch der. Wie kann ich das machen? Nein, warte, das muss man anders machen. Ey, Mann. Warte, Items bewegen. Da, so. Ja. Gehen wir das mal zum Beutel. Gut, jetzt muss ich noch irgendwie eine Box wieder zurechtlegen. Pokémon bewegen. DZ 18 Box 1. Ist jetzt auf alles auf Box 1? Okay. Nein. So. Jetzt. Gut, jetzt haben wir wieder einen Look im Team. Was mache ich jetzt am gescheitsten? Wir haben noch ein paar Minuten in dem Part. Ich glaube, wir versuchen da jetzt in dem Turm nochmal ein Pokémon zu fangen. Zuerst mal alles heilen, ja. Ah, Puppi. Es ist so mies, Amix. Es ist so mies. Also echt. Gerade einfach, hätte er getroffen, dann hat Puppi den Kampf gewonnen und ich hätte ihn ganz chillig können auswechseln und wir wären all glücklich gewesen. Aber nein. Ah. Verflucht. Aber der da. Genau, upsie. Der Turm.
die Turmruine. Ich glaube, da können wir noch etwas fangen. Ah, und da unten sind da die Hunde oder Kätzchen oder so. Warte, aber was ich da ändern will, am besten bevor da ein Encounter kommt. Ich tue mal Wurst rein. Und dann schauen wir mal, wie Wurst hat auf die beste Defense. Ah, was ist jetzt mit dem? Pokémon Suicune, bist du Mundi in Ordnung? Ich bin irgendwann mal mir. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss durch das Loch im Boden. Das sind Suicune und die legendären Pokémon. Ja. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Okay. Encounter, was gibt's? Yugong ist, glaub, okay. Ist jetzt aber überhaupt keine gute. Gar kein guter Gegner für Ding, für Wurst. Komm mal Pfust rein. Eissturm. Okay. Bleibt er einfach drin. Ich wüsste nicht, ich glaube, ich kann es nicht schwächen oder so. Wir probieren jetzt einfach mal einen Superball. Und bleib drin, das wäre voll nice von dir. Einmal, zweimal, dreimal. Ah, fuck! Mein Gott, Amix, Mann! Aber es klappt fast, also komm. Aber gar nicht wohl, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bälle, Superball, komm, bleib drin! Bleib dem, gegen das Yugong hätte ich ehrlich gesagt nichts. Komm, bleib drin. Bitte! Komm, bitte! Sonst muss ich es irgendwie versuchen zu schwächen. Einmal, zweimal. Da, du Nut! Der Sohn! Oh Gott! Was mache ich bloß am gescheitsten? So geht das nicht weiter, Mann. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich probiere es mal mit Quack. Quack stirbt einfach nicht. Den Verlust könnte ich, glaube ich, fast nicht verkraften. Ampel leuchten! Was macht eigentlich die Aquaknarre? Das sollte ja nicht so viel Schaden machen. Okay. Wir dann einfach jetzt mit Aquaknarre ein bisschen schwächen. Ich hoffe einfach, dass er nicht Erholung hat, sonst würde es mich anschiessen. Gut, er wird dann immerhin pennen. Okay. Okay, jetzt Superball, probieren wir es nochmal. Es bleibt drin, Kollege. Einmal, zweimal, dreimal. Yes! Yugong! Okay. Für Jugung wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Okay. Es verspürt kaum Widerstand im Wasser. Je niedriger die Temperatur, desto verspielter verhält es sich. Okay. Jugung ein Spitznamen. Ja, gut. Uff. Ja, wie nenne ich es Jugung? Wie nenne ich dich? Ich glaube, weißt du was? Du bist irgendwie ein Köbi. Für mich bist du irgendwie ein Köbi. Warte.
Er heisst eigentlich Jakob, aber wir nennen ihn einfach ganz lieb Köbi. Köbi, wie zu Ehren unseres ehemaligen Nationaltrainers im Fußball Köbi Kuhn, nenne ich dich Köbi. So, ja ey, wir haben Köbi im Team. Das ist schon mal positiv. Ich muss dann glaube ich eh noch etwas mit dem da machen. Warte mal schnell. Komme ich da vorbei? Ah, der vorne ist der Rival. Leiter von TX City, mein alter Kumpel, und dass sich eben so anbietet, käme ich nur mit ihm diesen Turm. In TX City gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich vom Legendär. Ja. Als Arenaleiter von TX City muss ich, was solche, angeht, solche Sachen angeht, natürlich immer auf den neuesten Stand bleiben. Okay, irgendwie müssen wir ihn dann aus dem Turm bringen, aber ich weiß nicht, muss ich zuerst die Viecher dort unten triggern? Das heisst so viel, dass ich auch irgendwie zuerst mit dem Rival müsste schlägeln. Und dann kommen da auch noch die Kimono Girls. Jo. Oh, scheiße, ich kann auch mal ein Pokémon senden. Wisst ihr, tut mir leid, aber er treibt sich gerade irgendwo einen Turm rein. Ich muss leider wieder. Ah, okay. Er schickt mich einfach weg. Alles klar. Schon gut. Ja, die Arena und Pokémon Center, irgendwie verwechsel ich die Sachen zum Teil. Also los, komm aufs Velo. Und dann, ja, sehr weit ist sie eigentlich nicht gewesen. Gut, okay, wir haben jetzt ein Jugong noch im Team. Naja, jetzt habe ich, langsam, jetzt wo Puppi weg ist, habe ich langsam nicht mehr so eine Wasserschwäche, muss ich sagen. Jetzt habe ich dann voll die Elektroschwäche. Ah, Puppi, nein, ich hätte noch gerne gesehen, wie sich das vielleicht noch weiterentwickelt hätte. Das wäre ja gern zu dem Terracotta-Mon, oder wie das eben heisst, wäre es dann irgendwie geworden. Ah, ärgerlich. Warte, okay, warte, tun wir noch schnell nachschauen. Hast du irgendetwas dabei? Nein. Köbi, ja. Ah, auch wieder ein Weibli. Interessant. Ja, das ist jetzt gerade das Team. Und eigentlich könnte ich da Wissel an die letzte Stelle, weil Wissel werde ich so etwas von nicht trainieren. Ja, und jetzt. Ja, bis zum nächsten Mal werde ich schauen, dass alle Pokémon, dass eben der Lümmel und der Köbi auf Level 20 irgendwie kommen. Und dann, wenn sie etwa auf Level 20 sind, würde ich versuchen, glaube ich, zuerst mal Kimono Girls. Und dann, eben den Turm und eben versuchen wir den Rest zu machen, dass wir dann mal den Orden kriegen und in die nächste Stadt kommen. Gut, aber ja, bis es so weit ist, bedanke ich mich mal an der Stelle fürs Zuschauen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder von der Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, also, bis dann. I wanna be the very best.